Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Im heutigen Video soll es um eine Schlüsselkompetenz gehen, die meiner Meinung nach essentiell dafür ist, ein richtig glückliches Leben führen zu können und sich selber auch richtig gut kennenzulernen. Die Schlüsselkompetenz heißt Beobachterperspektive einnehmen. Was meine ich mit dieser Beobachterperspektive einnehmen? Es geht zum einen darum, sowohl seinen Körper als auch seinen Geist konstant zu beobachten, also immer ein kleines bisschen seine Aufmerksamkeit da reinzustecken, was da gerade passiert. Und ich glaube, dass wenn wir versuchen, uns selbst besser zu verstehen und kennenzulernen, ist es wirklich total wichtig, immer ein kleines bisschen darauf zu achten, was in uns vorgeht, denn wir können unglaublich viel davon lernen, was eigentlich schon da ist, nämlich wie unser Körper auf bestimmte Situationen reagiert, wie wir in bestimmten Situationen denken. Das bringt uns schon unglaublich viel darüber bei, wer wir sind eigentlich. Jetzt möchte ich nochmal kurz in die einzelnen Teile reingehen. Fangen wir mal mit dem Körper an. Der Körper ist zum einen die ganzen Emotionen, die wir jeden Tag durchleben und die Körperreaktionen darauf. Also wir sind eigentlich konstant irgendwelchen Situationen ausgesetzt, die Emotionen in uns auslösen und die wiederum erzeugen irgendwelche Körperreaktionen. Als Beispiel: Ich gehe in die Uni und bin kurz vor einer Klausur. Ich bin aufgeregt und habe irgendwie das Gefühl, ja, gleich zu sterben, weil es einfach so aufregend ist und ich so ein Bedürfnis habe, diese Klausur zu bestehen. Und mein Körper verkrampft sich, meine Schultern sind angezogen, meine Atmung geht flacher. Und genau, das ist eine ganz klare Körperreaktion auf eine Emotion. Oder ein Gegenbeispiel: Ich bin verliebt, ich habe das Gefühl, auf Wolke 7 zu schweben und mein Herz ist ganz weit offen, ich bin irgendwie flatterig im Bauch, in der Bauchgegend. Das sind so Beispiele für Körperreaktionen. Und was man dabei lernen kann, wenn man seinen Körper beobachtet, also die Beobachterperspektive auf seinen Körper anwendet, sind ganz vielfältige Sachen wie: Was tut mir gut, was tut mir weniger gut, was macht mich wütend, was beruhigt mich vielleicht. Man kann seine eigenen Muster besser verstehen, also in welcher Situation ich wie reagiere, sagt auch total viel über mich aus als Person. Wenn ich zum Beispiel mit einem Freund rede und er ist nicht meiner Meinung und ich beobachte, wie mein Körper darauf reagiert, dann kann das ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen, ne? Also ich kann einmal total aufgebracht werden und auf meiner Meinung beharren und mein Körper versteift sich und ich werde irgendwie innerlich eng. Oder ich bleibe ruhig und höre mir seine Perspektive an und entspanne mich so ein bisschen. Also wie der Körper auf Situationen reagiert, ist total wichtig zu verstehen. Und genau, was ich dafür mache, um dieses Körperbewusstsein zu bekommen, ist zum Beispiel, ich meditiere. Dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, denke ich. Es gibt die Möglichkeit, Achtsamkeitsübungen zu machen. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt angewöhnt, ich habe mir dreimal am Tag einen Wecker gestellt, der mich daran erinnert, mich zu fragen, wie es mir gerade geht eigentlich. Also das ist so ein Zwischenschritt hin zu dieser Routine, sich eigentlich regelmäßig während des Tages zu fragen, wie geht's mir eigentlich, wie fühlt sich mein Körper gerade an, wie ist gerade die emotionale Lage in mir. Genau. Eckhart Tolle, der Autor von dem Buch The Power of Now, hat in einem Kapitel beschrieben, wie unglaublich kraftvoll es ist, konstant einen kleinen Prozentsatz der Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper zu richten. Das heißt, egal in welcher Situation du bist, ob du jetzt gerade frühstückst oder arbeitest oder Sex hast oder was auch immer, ein kleiner Prozentsatz deiner Aufmerksamkeit, so zwischen 10-20%, sollte immer auf deinen Körper gerichtet sein. Denn stell dir mal vor, ich mag die Metapher sehr gut, sehr gerne, stell dir mal vor, du verlässt dein Haus, also dein Körper ist dein Haus, und du verlässt dein Haus und schließt nicht ab. Und nach einer Weile kommst du wieder, nach ein paar Tagen oder so, und wunderst dich, wenn die gesamte Bude ausgeräumt ist oder alles komplett unordentlich ist. Und genau das Gleiche ist mit dem Körper, ne? Also du kennst vielleicht die Situation, wenn du irgendwie in einer stressigen Situation bist, du hast tausend Dinge zu tun, bist total überfordert von der Situation und dann löst sich das Ganze, es ist irgendwie, die Arbeit ist getan, der Chef ist aus dem Haus, was auch immer.
Und auf einmal setzt du dich hin und spürst in deinen Körper rein und merkst, oh krass, meine Schultern waren die ganze Zeit so leicht angespannt, meine Atmung war flach und ich war so total zitterig innerlich. Und wenn man es schafft, bewusst mit seinem Körper zu bleiben, dann passiert sowas nicht mehr. Denn du spürst es sofort, wenn es aufkommt. Ah, okay, irgendwas stresst mich gerade, meine Schultern gehen hoch und spannen sich an. Und wenn du in deinem Haus bist, also wenn du dein Haus nicht verlässt, also deinen Körper, dann spürst du das sofort, wenn das passiert. Und ja, darüber lernst du dich auf jeden Fall richtig gut kennen. Zur zweiten Komponente, dem Geist. Der Geist sind im Endeffekt die Gedanken. Also was in uns drin passiert, ist unser Unterbewusstsein erzählt uns eigentlich ständig, eigentlich die komplette Zeit, während wir wach sind, erzählt uns unser Geist, unser Unterbewusstsein irgendwelche Geschichten. Also über uns, über unsere Mitmenschen, über die Welt allgemein. Und die Basis davon sind die Glaubenssätze, also das, was wir in uns verankert haben, was wir in unserer frühesten Kindheit erzählt bekommen haben, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die führen dazu, dass wir uns immer wieder diese Geschichten erzählen. Also das hätte er oder sie nicht machen dürfen, das war schlecht, ich bin nicht liebenswert genug oder ich muss mehr Sport machen oder ich habe einen scheiß Job. Das sind alles Gedanken, also das sind alles Geschichten, die uns unser Unterbewusstsein erzählt. Und die Beobachterperspektive im Geist einzunehmen, bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als seine Gedanken zu beobachten. Und es gibt einen ganz starken Unterschied zwischen Gedanken beobachten und Gedanken bewerten. Denn wenn ein Gedanke aufkommt, dann kannst du den beobachten und sagen, okay, ich denke gerade, ich bin irgendwie nicht schlank genug oder was auch immer. Und dann merkst du sofort die Körperreaktion oder bewertest diesen Gedanken, indem du sagst, ja, okay, das stimmt oder nein, ich sollte so einen Scheiß nicht denken oder ach, jetzt bin ich wieder in diesem Zyklus drin oder in diesem Gedankenkarussell. Und das ist nicht, was ich mit Gedanken beobachten meine. Das ist eher Gedanken bewerten. Beobachten heißt einfach nur, ah, okay, ich denke gerade das und das und das ist auch voll in Ordnung, so wie es gerade ist. Und der Gedanke darf wieder weiterziehen und wenn der nächste kommt, dann beobachte ich den wieder. Auch beim Geist, also bei den Gedanken, kann man diese 10-20% Aufmerksamkeit immer konstant mit einfließen lassen. Also immer zu versuchen, so ein bisschen über den Gedanken zu schweben, also zu gucken, was denke ich eigentlich gerade? Und das nicht zu bewerten, sondern, okay, so ist es gerade. Eine richtig coole Übung, die mir auch dabei geholfen hat, ist, diesen inneren Monolog mal aufzuschreiben. Das heißt, wenn du merkst, du bist wieder komplett in Gedanken verloren und kannst keine klaren Prioritäten setzen oder einen klaren Gedanken fassen, dann nimm dir mal einen Zettel, egal, oder kann auch digital sein, ein leeres Word-Dokument, und schreib einfach mal runter, ohne zu filtern, was du gerade denkst. Einfach mal, wie als würdest du den Monolog, der sich in deinem Kopf gerade abspielt, oder den Dialog mit deinem Unterbewusstsein, einfach mal aufzuschreiben. Und du wirst sehen, dass sich die meisten Gedanken, wie ich auch im gestrigen Video schon erklärt habe, dass sich die Gedanken immer wieder um die gleichen, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Themen drehen. Und sich das mal bewusst zu machen, nimmt total viel von dieser Spannung raus und ja, mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Vor allem am Morgen ist das eine total coole Übung, wenn man sich auf den Tag oder in den Tag so eingrooven will. Einfach mal 20 Minuten, 10 Minuten einfach mal runterschreiben, was gerade im Kopf ist und danach ist alles irgendwie viel ruhiger. Hat bei mir total gut geholfen auf jeden Fall. Ja, das war es erstmal soweit für das heutige Video. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon so eine Beobachterperspektive regelmäßig einnehmen könnt, was ihr vielleicht dabei gelernt habt über euch selber und ja, was eure Herausforderungen auch damit sind. Denn na klar, diese Perspektive einzunehmen ist eine dauerhafte Aufgabe und die ist nicht irgendwann erledigt, sondern es ist immer wieder harter Hustle, da dran zu bleiben. Und ja, was sind eure Herausforderungen, wie geht ihr damit um? Und ich freue mich, von euch zu lesen.
Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ja, bis dann. Ciao.